Willkommen zurück zum Let's Play von Mittelerde, Schatten des Krieges. Folge 85 sind wir jetzt. Wir befinden uns in den Schattenkriegen in Etappe 10. Und jetzt werden jetzt alle vier Festungen angegriffen. Also Sergost, Gorgoroth, Gerrit Ungul vom Gebiet her und Nurn. Wir werden jetzt, wir gehen mal vor. Sag mal, wir gehen so ein bisschen. Ich würde sagen, gehen wir so die Rotation lang. So, so. Also, so, so, so. Oder machen es eng nochmal. Ich würde sagen, jetzt erstmal nach Nurm. Oder nein, wir gehen nicht nach Nurm. Wir gehen nach Kirit Ungul. Weil ich bin nicht so ganz eingespielt und. Der Opa hier ist mir nicht so wichtig wie Ortrop der Untötbare. Denen haben wir aus Mordor Schatten mitgebracht und den möchte ich ebenso wie Bruce auf jeden Fall nicht tot sehen, so gern. Daher, falls wir jetzt versagen sollten, wäre das zwar auch nicht schön hier, aber nicht so schlimm wie in Nurn oder in Gorgoroth. So, dass wir jetzt einfach in Kirit Ungul anfangen. Gucken wir uns erstmal ganz schnell unsere Armee nochmal an. Und da sehen wir, dass wir echt viele haben. Und sollten das eigentlich auch ganz gut schaffen, denke ich mal. So, wir reisen direkt zur Festung. Sehr, sehr gut. Okay. Oh. Da ist etwas noch nicht angeschaltet. Werden wir es mal ändern. Nochmal Giftminen. Oh, Spieße. Feuer. Hier müssen wir noch gucken, was wir nehmen. Sondern so, die haben in wilden Krauk. Puh. Ist der Ferne durchbohren, ist die Frage. Also ein Krauk mitführen und auch Karagors, nehmen wir die Jäger mit. So, Schwächen an. Ist also Feuer eine Schwäche? Okay. Bei dem ist Gift eine Schwäche. Der hat Furcht vor Feuer, also zweimal Feuer, einmal Gift. Wieder Feuer. Und Flammenbaum. Und nichts davon. Also wir haben viermal Feuer, einmal Gift. Bei unseren Gegnern, bei uns haben wir leider auch Feuer. Aber gut, unsere Bestien sollten ja eigentlich nach außen schießen. Vielleicht für Gift haben wir da auch einmal. Auch Feuer, also oben hinten und hier haben wir. Also ich sage, Feuer haben wir auch schon, das ist gut. Eisentore haben wir wieder mit dabei. Die Metallmauern haben wir. Und dann versuchen wir das jetzt einfach mal.
Arkorn, der Denker. Ah, empfindlich für Gift, Furcht vor Krauks. Okay. Ja, natürlich. Ups, das war ich gar nicht. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum. So, komm erstmal in das Gewinnerteam. Naja, das töten sie zusammen. Ja, ja, dafür bist du hier, genau. Okay, leichtes Ziel bist du. Schaden durch Explosion ist auch gut. Das ist sehr, sehr gut sogar. So, was haben wir noch? Epische Wurfmesser. Das ist schlecht. Keine Chance, das ist richtig schlecht. Ja, dir sämtliches Fleisch ab. Und dann nagen wir die Knochen blank. Okay. Paar Chance für guten Unfall gibt. Okay, ich sage bye-bye. Wird mir einfach mal zu krass, Leute. Alles klar. Furcht vor Festnageln. Och, sehr schön. Flammende Waffe. Du bist nicht ganz so gefährlich. Das wird viel Arbeit. Also werden deine Schreie die Mühe hoffentlich wert sein. Ja, natürlich.
Leichtes Ziel und kränklich, okay. So. Ein neuer Verteidiger. Es ist mir eine Ehre. Na, hoffentlich. Karagor. So. Du auch für uns bitte jetzt. Nein, 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 du bleibst bei uns. So. Oh, dieser dreckige Kleine. Ich schwöre, dir zu dienen, dir zu dienen. Das ist sehr schön. Ich verteidige dich. Alter, was geht denn dabei A ab? Gott, dabei einen Punkt zu verlieren, ernsthaft? Dein Wille geschehe, geschehe. Für den hellen Herrscher kämpfe ich! Du bist für ihn wie eine Kerze. Brennst hell, bist warm und einladend. Und dann löscht er dich aus. Alles klar. Ich will euch ja helfen, sehen wir ja hier. Ich diene nur dir. Ich muss nicht mehr schaffen. Oha. Aber den haben wir gerade erst rekrutiert, aber trotzdem. Ich schütze dich!
Komm schon! Denn ich habe jeden möglichen Ausgang dieses Kampfes bedacht. Und der endet immer mit deinem Tod. Weniger leben, mehr auseinandernehmen. Muss mal gerade mehr Leute dort hinten retten gehen. Was ich treffe für euch. Verabschiede dich von aller Hoffnung, Mensch. Ich bin hier, um sie dir zu nehmen. Verdammt. Nee. Oh, ja. Das heißt, ich bin ab jetzt hier der neue Häuptling. Ich denke, als erstes nehme ich deine Leiche als Schmuck für die Festung. Schöner Mist. Gut, dass wir nicht in Nurnborn oder in Gorgoroth. Okay, Leute. Schöner Mist. Der Uralte hat vielleicht Glück. Wenn er stirbt, kann er gleich wiederkommen. Bist du blöd? Bei diesem Typen ist unser Oberherr. Wir spießen deinen Schopf auf einen Pfad. Ich im Visier. Ich danke fürs Zusehen. Das nächste Mal werden wir versuchen, unseren Oberherrn zu retten. Die Festung werden wir auch zurückerobern, hoffe ich jedenfalls. Also erstmal danke fürs Zuschauen, auch wenn es ziemlicher Reinfall war. Bis zum nächsten Mal. Ciao.